Hier gibt es zwei Anmerkungen. Erstens, offensichtlich kennt der Bing Image Creator den ungläubigen Thomas und die Geschichte mit den Wundmalen überhaupt nicht. Und zweitens, wenn ich nach Wundmalen frage, ob er die irgendwie prüfen kann oder sowas, das stellt Bing wieder unter Zensur. Also diese Bilder sind dabei rausgekommen.